Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Construction Simulator 2015. Und ich bin nicht allein. Ui. Der Nexus ist bei mir. Hallihallo. Also diesmal ist er wieder da. Ja, ich war die letzten beiden Male zwar auch da, aber... Hey. Wo müssen wir jetzt überhaupt abladen? Im Haus da. Ach da, ich habe die Hütchen gar nicht gesehen. Ich hoffe, dass ich da mit dem Kran überhaupt hinkomme. Kannst du mal kurz meine Ladung entsichern? Achso, klar. Ich bin ja schon gewohnt, dass es bei mir instant überhaupt nicht gesichert ist. Ich glaube, nur die vier Kabeltrommeln, oder? Nee, und Laminat. Die habe ich ja drauf. Ich war schon mal oder versuche, neben dir irgendwie da hinzukommen. Ja, ich kann keine von den Rollen hier anhaken. Das bedeutet? Das ist doof. Machen wir die Klappen hier auf. So, ich habe die Ladung zurückgesetzt. Gut, dann kann ich die... Ja, dann muss ich die jetzt immer runterschubsen oder so und du musst sie dann zurücksetzen. Zwei Stück sind gerade runtergeflogen. Hey, wieso fällt die denn wieder um? Ja, weil die rollen halt immer weg, ne? Die rollen auch aus dem Bereich raus, wenn du nicht aufpasst. Habe ich gerade gemerkt, das ist natürlich auch doof. So, die beiden sind auf jeden Fall schon mal zurückgesetzt hier. Ich nehme jetzt nur das Laminat, ist leichter. Die haben auch nicht was vor, oder? Ja, also... Ich bin jetzt einmal gespannt, weil der nächste Bauabschnitt, da müsste dann das Laminat ja schon liegen. Da will ich unbedingt da mal reingehen und gucken, weil wir haben bis jetzt eigentlich auch so, wenn wir freizeitmäßig gezockt haben, immer nur hier so kahlen Beton gesehen. Ja. Und ich denke mal, das werden wir demnächst doof, auch sehen. Ja? Zack, kannst rüberlaufen. Ja, da kommt ja bestimmt noch eine Wand hin. Wie, ich dachte jetzt, das bleibt so offen. Da sind wahrscheinlich drei Einfamilienhäuser. Ja, so. Genau, denke also ich auch. So Reihenhäuser, drei also, Einzeldinger, ja. Genau. So. Meinst du, wir kriegen diese Folge das Haus fertig? Ja, doch, glaube ich schon. Ah, jetzt sind wieder neue Ausschreibungen verfügbar. Eben hatte ich nämlich mal reingeguckt in der Folgenpause und ja. Da war ein schönes Einfamilienhaus, wofür wir auch 121.000 gekriegt hätten. Oh, das wäre natürlich gut gewesen, ne? Aber ich konnte keinen zweiten Auftrag annehmen, sonst hätte ich das nämlich schon mal angenommen. Und das ist jetzt wahrscheinlich weg, die Ausschreibung. Kannst wahrscheinlich von ausgehen. Nexus hat wieder Kreislauf, das ist natürlich. Ja, mir immer wird schon wieder ganz schwindelig, ich mach mal andersherum. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Der hat sie Angang gekriegt. Yeah. Das war doch ein. Das war jetzt kein Bug, das war gecheatet. Es gab da damals so ein geiles Lied, das habe ich voll gerne gehört. Cheater an die Wand. Cheater an die Wand? Ja. Kinder an die Macht heißt das. Das auch. So, ja, deine Ladung. Schon deine Ladung schon wieder gesichert, das ist super. Meine kann ich leider nicht sichern, weil eben... Ja, Spoiler-Effekt und so, ne? Ja, ich wollte schneller und so sein damit. Wenn du schneller sein willst, musst du den Laster rot anmalen. Das funktioniert immer. Ach so, wegen Ferrari meinst du. Ja, okay. Ja, ja. Rot ist immer instant schneller. Ja, natürlich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, oh, die Palette ist umgefallen bei mir. Aber noch drauf? Ja, drauf, aber umgefallen. Liegt jetzt auf dem Kopf. Actionkamera, Stoßstangenkamera, Actionkamera, Freikamera. Die wollte ich haben. Dunk. Ey, komisch, dass ich immer wieder rausgeportet werde. So, und ja. Das nächste Zeug soll jetzt oben aufs Dach. Okay. In die Mitte. Und, wie ich gesagt habe, Kala-Beton. Ja, es ist merkwürdig. Wolltest du von hier aus versuchen?
Ja, dachte ich, oder? Ja, weiß ich nicht. Wenn du das hinkriegst, dann mach das gerne von hier. Was soll da denn jetzt rein? Die Dämmwolle und das Alles. Laminat wahrscheinlich, ne? Nein, Laminat haben wir ja schon abgeliefert. Den ganzen Isoliermaterial. Rigips meine ich. Isoliermaterial und Rigips, ja. So, und hier ist wirklich nirgendwo Laminat. Das finde ich echt schade. Also, das hätten sie ruhig mit reinbringen können, finde ich. Ja. Hätte ich auch cool gefunden. Dann wäre ich gerade auch nochmal ins Haus gegangen, hätte mir das angeguckt. Ja. Noch ein Stück weiter, weiter. Ach Scheiße, das ist ja ganz auf der anderen Seite Ja, da. deswegen habe ich dich ja gefragt gehabt. Das wird eng. Ja, ich Es glaube, das ist wird drinne, nix. aber Gut, ich muss auf die andere Seite fahren. Das kannst du nämlich knicken. ach so, Fallschaden hat man überhaupt nicht. Ist ja auch irgendwie Nee. logisch. Also zweites Stock. Hallo, da springe ich jeden Tag runter. Kann er immer noch nicht fahren? Jetzt. Hier steht auch ein Generator oder was weiß ich. So ein Notstromaggregat. so ein Elektrogenerator oder sowas. Und mussten wir nicht holen, ey. Das ist komisch, ne? Normalerweise muss man den nämlich auch holen. Aber okay. Der Nexus kommt zu mir in LKW. Ja. Habe Ich leider immer so ein keine bisschen. Schlafkabine. Ach so, ich dachte. Weil du immer so lange brauchst. Ja. Ja. Ärger mich mal ruhig. Der Kran ist halt nicht schneller. Ja, es ist halt. Dafür ist aber der andere Kran, den Kranwagen richtigen, der ist extrem schnell, finde ich. Ja, hätten wir hier eigentlich einen Kran hinstellen können? Also wenn, dann müssen wir den eh erst kaufen, oder? Ja, aber könnten wir eh nicht hinstellen. Also du meinst jetzt einen normalen Kran, ne? Ja, diese Diesen großen großen. Baukran. Nee, den haben wir jetzt auf jeden Fall, können wir den hier nicht hinstellen, weil dann hat man nämlich so einen kleinen abgezäunten Bereich, wo man den, wo der hingestellt wird automatisch. Genau. Das nächste Mal, wenn wir so einen Bereich haben, dann mieten wir uns mal ein, falls das geht. Ja, das wäre mal eine coole Aktion, das könnte man natürlich machen. Dann kann man das nämlich mal sehen. Ja, weil das dauert noch ziemlich lange, bis wir den eigentlich brauchen. Den braucht man ja erst, wenn wir Hochhäuser bauen müssen. Genau, man kann immer zu zweit abladen, das ist halt der Vorteil. Ja, das ist natürlich auch vorteilhaft. Gerade wenn man jetzt natürlich so viele Sachen machen muss. Und man kommt wirklich überall baustellenmäßig hin, also man muss nicht da perfekt jetzt hinfahren, so wie wir die ganze Zeit. Ja. Ja gut, mit dem anderen Kran hätte der Typ mit dem Kran hätte auch auf der Straße stehen bleiben können, das wäre kein Problem gewesen. Der hat einen ziemlich langen Auslieger, aber eben ist ja auch klar, ist ja ein Autokran, nennt man die ja, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht, wie die heißen. Ich meine, Schwerlastkran? ich meine, ja, oder Schwerlastkran, irgendwie Ganz sowas. Hochkran? Ganz hochkran. Kran nicht? Kranich? Kran, kranig, am kranigsten? Kraneberg? Was? Weiß ich nicht. Kraneberg? Was labern wir eigentlich hier? Ja, Müll halt, ne? Ja, irgendwie, ne? Ich weiß jetzt nicht, was mit der Palette ist. Also, ich glaube nicht, oder du kriegst die wieder so angehakt. Lass Papa das noch machen. Nee, funktioniert nicht. Okay, warte, dann mache ich Dingens auf. Warte, Dann kannst du so warte, runterschieben. jetzt habe ich sie. Falsch rum, aber ich habe sie. Das Bom. ist doch so gescheatet, ey. Was jetzt schade ist, bin ich ganz, ganz ehrlich, es wäre schön, wenn man nochmal ins Haus rein könnte, wenn es komplett fertig ist. Das wäre eigentlich ganz nice. Das wäre echt cool, muss ich auch sagen. Man muss ja da nicht reingehen, aber man wäre schön, wenn man es könnte. Ist es denn jetzt fertig schon? Also wir haben jetzt eigentlich alle Baustellenabschnitte erreicht, ja. Du musst nur noch runter vom Platz. Ja, cool. Ah.
Beziehungsweise Wurde du wirst eh runtergeschmissen. geportet. Ja, cool, ja, da Gesellenanwärter. steht. Cool, da steht die Kutte. Oh, ja, Und ist ja wie gut. viel Geld hast du? 57. 57? Ja. Dann sollten wir vielleicht tatsächlich noch einen Auftrag machen. Ja. Aber mal gucken, vielleicht mit was anderem halt. Genau, der Große ist leider weg, wie ich gesagt hatte. Ja, es war ja vorauszusehen. Ja, dann machen wir ein. Hier ist ein kleiner mit Bagger. Dann Das machen wir hört den sich und lukrativ an. danach können wir uns dann die neuen Sachen kaufen. Das hört sich gut an. Besorge Dann einen Container vom Baustoffhändler. fahre ich mal zurück zum Firmengelände. Bin schon da. Ja, ich auch. Ich meinte jetzt Porten. Und hänge schon mal den Lass sie doch da Anhänger. hinten stehen. Ah, jetzt ist natürlich zu spät, aber ich würde sagen, demnächst lassen wir die alle da hinten stehen, weil wir porten uns ja sowieso immer dahin. Ja, aber wir brauchen ja den kleinen Bagger. Ja, und den Deswegen. Containerwagen brauchen wir auch. Deswegen bin ich jetzt auch überhaupt hier hingefahren. Willst du den? Also willst du den Bagger schon mal hinbringen? Ja, hatte ich jetzt so als Plan. Ist ja denn, Gut. du möchtest was anderes. Du kannst ja Nee, auch gerne klar. hinfahren, wenn du willst. Mir ist das egal. Ich hole den Container denn vom Baustoffhändler. Ja. Den müssen wir ja sowieso als allererstes immer da haben. Ja, das ist immer gut, wenn man mit dem ersten Schritt anfängt. Ja, wobei, wenn ich mal so überlege, wie viele Schritte wir schon übergangen sind, beziehungsweise schon vorausgekauft haben und so weiter. Ja, dadurch geht das halt schneller, ne? Weil du nicht immer wieder zum Ja. Baustoffhändler fahren musst und wieder zurück. Das machen wir nur für euch. Wo kriegt man denn Ausrüstung hier? Container 1 einkaufen. Bin ich irgendwie ein bisschen dämlich, dass man immer die Container kaufen muss und die dann abgibt und weg sind die. Das Ja. ist, als wenn das so ein Einwegcontainer ist, weißt du? Ja, das ist bestimmt auch so bei dem Spiel hier. Ich meine, das würde mich nicht wundern. So, ich habe ungefähr gar nicht mal so scheiße da angesetzt. Ach so, hast dich wieder hingeportet, ja? Nee, nee, ich bin schon hingefahren diesmal tatsächlich. Ach so, ist das nicht so weit? Die Baustoffhändler ist doch gleich bei uns am Firmengelände. Ich dachte, du hast jetzt den Container schon auf Baustelle hingestellt, das meinte ich. Ach so. Nee, so schnell bin ich denn doch nicht. So, Container steht. Dann zur Baustelle. Wo ist die Baustelle jetzt? Ich habe es so grün markiert, den Weg. Deswegen kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Wo ist denn die? Ich weiß nicht. Ich kann jetzt auch nicht gucken, weil ich gerade voll am Ach Fahren da, bin. alles klar. Habt ihr eben nicht gesehen, ey. Was denn der zweite Abschnitt? Hast du geguckt? Nein. Gebe ich offen und Okay. ehrlich zu, ich habe gar nichts geguckt, ehrlich gesagt. Hätte ich mal machen können, dann hätte ich vielleicht schon mal ein paar Sachen mitnehmen können. Weil man kann natürlich auch mit dem Bagger die Sachen abladen. Stimmt. Der ist ja wie so ein kleiner Kran in dem Sinne. Aber das Ja, aber finde man ich. kommt nicht wirklich hoch, ne? Nee. Aber ich sag mal so, für die ersten paar Sachen würde das reichen, ne? Warum schickt der mich hier so bescheuert durch die ganze Stadt? Ich will keine Stadtrundfahrt machen, ey. Ja, wieso das denn nicht? Sightseeing-Tour ist doch voll gut, Alter. Ja, aber ich kenne die Stadt schon und die Zuschauer auch. Echt? Das Haus hier mit den Balkons habe ich noch gar nicht gesehen. Da, guck mal, rotes Dach habe ich auch noch gar nicht gesehen. Guck mal, das weiße Auto, guck mal. Guck mal, GLS hat wieder mit dem Leihwagen unterwegs, die GLS-Leute. So, da soll der Container hin. Kein Problem.
So, der Container steht gleich. Ey, ich bin ein guter Geselle. Und wurde wieder runtergeportet. Aber was ist denn da denn mal, ey? Ein Baugerüst von einem Baustoffhändler. Müssen wir überhaupt baggern? Doch, baggere den markierten Bereich aus, tatsächlich. Das ist aber erst der nächste Schritt. Dann kannst du. Willst du mit dem großen schon mal Kantenhölzer holen? Fichte 5 Meter, weil Wollte die jetzt krieg einen ich. Bau. Ja, Ah, Baugerüst okay. krieg ich doch drauf, oder? Ja, das weiß ich nicht. Dann fahre ich zur Sägewerk. Fahre ich zur Sägewerk. Ja, auf jeden Fall, also. Gut, ich bin beim Sägewerk. Ja, Was soll ich? das ist das, was ich meinte. Das hätten wir jetzt natürlich eigentlich vorher gucken können. Ne, dann hätte ich das Baugerüst vielleicht schon mitbringen können, wenn das überhaupt geht. Das weiß ich gar nicht, ob ich das draufkriege hier auf den kleinen. So, Baugerüst Stahl, das holst du dann jetzt, ne? Ja. Und ich hol das für vierte, besorge zweimal Kantholz, Fichte, 5 Mega. Wenn ich es Zweimal Kantholz, draufkriege, wie gesagt, Fichte. ne? Ich weiß nicht, ob ich es draufkriege. Gut, habe ich gekauft. Stehen da hinten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge kriegen wir das Haus ja auf jeden Fall fertig. Müsst ihr Jo. dann nur noch baggern. Und wir werden uns ein neues Fahrzeug kaufen. Oder zwei neue Fahrzeuge, halt die beiden großen Betonteile. Und dann können wir auch mal so einen Auftrag annehmen. Wird bestimmt lustig. Schaut gerne mal bei Nexus vorbei. Ja, eigentlich nicht gerne, das fast ein Muss, ey. Das ist super genial. Schaut beim Nexus vorbei, der Kanallink von ihm ist wie immer bei mir unten in der Videobeschreibung. Lasst gerne mal einen Daumen da, ihr kennt die ganze Chose. Wir verabschieden uns und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!